Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr seid super gut ins Wochenende reingerutscht und ich hoffe auch, es geht euch allen gut. Ja, wir haben Samstag und Samstag haben wir immer der aktuelle Stand zwischen dir und deinem Gegenüber. Ich habe euch jetzt rausgelegt, also deinen Gegenüber und dich. Die Personenkarten sind geschlechterneutral. Das bist du. Sehe es einfach nur, das bist du. Achte nicht drauf, was hier für Bild ist. Das ist dein Gegenüber, okay? Ja, ihr wisst ja, Kollektivlegung, die Personenkarten sind geschlechterneutral. Und Kollektivlegung ist auch so, kann für jeden zutreffen, muss aber nicht. Das kann nur ein Teil stimmig sein. Und was hier auch in dieser Legung ist, ne? Bei dieser Legung, wenn du und er. Es ist so, dass es auch spiegelverkehrt sein kann, dass die Situation, die ich jetzt hier auf dich lege, dass es auch ihn betrifft, ne? Also, dass es einfach nur umgedreht ist. Das ist hier wirklich in der Kollektivlegung auch möglich. Aber ihr wandelt es einfach so für euch um. Und ja, okay. Meine Lieben, vielen, vielen Dank für all eure stetigen Anfragen. Freut mich immer sehr. Ich bin immer wieder, ja. Sehr gerührt auch für all eure lieben Worte, die Feedbacks, die ich auch bekomme und auch die vielen, vielen lieben Kommentare, dass ihr hier in der Community, das ist für mich, ihr seid, wir alle zusammen sind hier eine große Familie. Und es ist so ein Miteinander, was ich wunderschön finde. Dafür danke ich euch von ganzem und tiefstem Herzen. Und diese Wertschätzung, die ihr mir auch in euren Kommentaren zuteil werden lasst, also wunder, wunderschön. Ihr auch, was ihr schreibt an Feedbacks von eurer aktuellen Situation, es berührt mich also jedes einzelne Kommentar. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Ich kann mich da auch richtig reinfühlen, was da wirklich auch los ist bei dir. Und danke, dass ihr uns da alle oder mich vor allem auch mit daran teilhaben lasst. Danke, danke, danke. Wunder, wunderschön. Ich muss mich auch entschuldigen, ich bin ein bisschen ein Nachzügler, was das Beantworten der Kommentare betrifft. Aber ich nehme mir wirklich immer die Zeit und möchte auch nicht so schnell, schnell, wie ich es auch nicht in den Legungen mache, schnell, schnell, also zwischen Tür und Angel und nur, dass ich irgendwas geschrieben habe. Nein, ich fühle in jedes einzelne Kommentar von euch rein. Und ich bitte euch um euer Verständnis und bedanke mich recht herzlich dafür. Ja, genau, wie dieses schnell, schnell ist es auch in den ganzen Readings, in den privaten, persönlichen Readings. Ich mache keine Fließbandarbeit. Also es ist nicht so, wenn ihr ein Reading bucht, 30 Minuten zum Beispiel, 30 Minuten Telefonreading, von 10 bis halb 11, dass ich halb 11 schon das nächste drin habe. Nein, weil ich mich nicht exakt an die 30 Minuten halte. Das ist ja 30 Minuten, dann ist Ende Gelände, ne? Stopp. Nein. Wenn die Energien noch da sind, Entschuldigung. Wenn hier noch irgendwas zu legen ist oder irgendwas noch ungeklärt ist, dann wird es da auf jeden Fall erst noch geklärt. Also ich mache hier nicht gleich einen Cut. Ne? Ich halte mir immer ein bisschen so einen Puffer. Es ist ja auch möglich, dass man einfach noch eine ganz dringende Frage hat und die einfach noch sehr auf dem Herzen liegt. Ne? Oder dass ich hier noch ein paar Worte mit auf den Weg geben kann. Also von daher. Und Energie ist was ganz Besonderes für mich, ist was sehr, 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 sehr Wertvolles. Und da nehme ich mir dann auch für mich immer die Zeit, dass ich dann erstmal wieder durchatme und ja, das Ganze dann wirklich auch für mich beende, bis ich zum nächsten Reading reingehe. Weil jeder, der bei mir hier auch eine Legung bucht, ist ein wertvolles Geschenk für mich. Und jeder bekommt auch von mir die absolute Energie und nur für denjenigen seine persönliche Situation. Da bin ich komplett da. Ne? Und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist auch bei einer Zwei-Fragen-Legung oder bei einer Fünf-Fragen-Legung, wenn du die buchst. Ne? Dass ich dann vorher eine kurze Meditation gehe, mich in deine Situation reinversetze, reinfühle. Und das ist da eben auch ganz wichtig, damit ich dann richtig connected bin. Und dann auch die Fragen genau stellen kann, weil ich die Situation richtig spüre und dann auch die richtige Antwort dann eben auch rausbekomme, dir alles mitgeben kann, was die Karten, die Energien mir sagen. Weil das ist diese Symbiose, die Karten sprechen mit mir. Na? Und diese Symbiose zwischen mir und den Karten, und das gebe ich dir auch komplett alles in jeder einzelnen Legung wieder.
Na? Okay, jetzt habe ich wieder mal genug gequatscht. Jetzt geht's los. Wenn du jetzt hier vom Gefühl her sagst, oh, das ist nicht so ganz meine Energie, dann bitte schalte ab. Das ist vollkommen in Ordnung. Abschalten ist dann absolut das Beste. Na? Okay, ich muss jetzt auch mich nochmal bedanken. Ich habe auch jetzt letztens so ein ganz, ganz liebes Kommentar auch gehabt, dass meine Art, wie ich euch das hier rüberbringe, das habe ich von anderen auch schon mal gehabt. Das ist wunderschön, dass das einfach beruhigend ist und der ein oder andere schläft sogar mit den Readings ein von mir. Also finde ich ganz, ganz, ganz toll. Danke für eure Herzlichkeit. Und ihr gebt mir so viel Herz und so viel Wertschätzung. Wirklich super. Und auch, dass meine Art euch auch gefällt. Wie gesagt, wenn meine Art nicht gefällt, ist vollkommen okay. Es gibt auch andere Kartenleger, andere Kanäle, ne? Aber es freut mich trotz alledem so sehr, wenn jemand mit meiner Art, auch mit meinen Versprechern oder das Ganze, der wirklich sagt, okay, damit kommen wir absolut zurecht, ne? Und danke. Danke für euer Sein, danke für alles. So, aber jetzt fange ich ja mal wirklich hier an. Sonst reden wir noch eine halbe Stunde über alles Mögliche, aber haben noch keine Legung gemacht, ne? Okay, dann schauen wir jetzt mal in deinen aktuellen Stand rein bei dir. Und ihr wisst ja auch, wem ich dann hier einfach zu viel quatsche, der spult einfach vor, bis es dann hier, bis die Karten aufgedeckt werden. Das ist auch vollkommen okay, ne? Aber ich sage auch, das ist einfach hier wirklich ein Miteinander. Und warum soll ich dann hier gleich abbrechen und einfach da, okay, jetzt machen wir die Legung, Legung gemacht und ja, Punkt. Ne? Also sowas gibt es bei mir wirklich nicht, weil ich da wirklich auch viel Wert drauf lege, dass wir hier ein Miteinander haben, ne? Und dieses Zwischenmenschliche auch. Manchmal quatsche ich wirklich viel, ich weiß. So, dann haben wir natürlich wieder das. Aha, ich schieb euch mal nach oben. Genau, und auch, wie glaube ich, jedes Mal, mein Platzproblem hier. Aber wir schaffen das. So. Okay, klares Bild. Passt. So, jetzt gehen wir zu deinem Gegenüber. Oh, ich habe die schief hingestellt. So. Hier ist doch eine Karte quer. Jawohl. So, wie schaut es denn bei deinem Gegenüber aus? Die Spannung steigt, wir toben aber nicht, sondern wir sind alle ganz gespannt. So, da brauchen wir, weil es ist ziemlich viel in Kontakt mit anderen. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Klärungskarten hier mit dazu, damit wir der Sache näher auf den Grund gehen können. Okay. Na, das gibt doch hier mal ein richtig schönes Bild. Ach so, ihr seht es ja gar nicht, ne? Entschuldigung. Ach Gott. Ja, manchmal habe ich es echt alles voll unter Kontrolle hier, wie ihr seht, ne? So, dann lege ich dich jetzt einfach mal hier so mittig rein. Okay. Gut, wir haben jetzt hier ein klares, deutliches Bild. Und der aktuelle Stand. Also, wir haben hier, dass dein Gegenüber dich hier sehr in die Unsicherheit gebracht hat. Also du bist hier unsicher, ja, und du bist hier auch ein bisschen zurückgeworfen für dich selbst, ob es sich noch lohnt, ob du hier
noch dein Ziel anfokussieren sollst, dein Ziel in die Harmonie, in die Geborgenheit zu kommen. Ne? Du machst dir sehr viele Gedanken. Du machst dir sehr viele Gedanken, weil dein Herz ist hier komplett wirklich bei ihm. Du hast hier auch eine Bekannte an deiner Seite, die dir nicht ganz so wohlgesonnen ist, weil sie dann sagt, sag mal, spinnst du, schießt die Null in den Wind und sucht dir einen Helden, mein Kind, ne? Also so in der Richtung. Und das ist das, was dich wirklich auch verunsichert und wo du auch sagst, ach, ich so belastend, also dass du, das macht dich krank, ne? Aber da sage ich dir, leg das mal hier auch ein bisschen ab, dass du hier das so dich beeinflussen lässt, in Anführungszeichen, ne? Also nennen wir es mal hier ein bisschen, dass wir es sanft ausdrücken. Weil ich habe hier für dich liegen, du weißt, dein Herz ist hier komplett bei deinem Gegenüber. Es ist bei deinem Gegenüber, du hast hier, du siehst diese Verbindung mit ihm, du siehst das Schöne. Bei dem einen oder anderen sehe ich ja auch, dass es hier eine Affäre gibt, also das ist ja auch schon mal weitergegangen, also als nur Gespräche. Und du bist hier aber trotz alledem für dich so ein bisschen der Hoffnungslosigkeit. Du machst dir sehr, sehr, sehr viele Gedanken. Du hast das Gefühl schon, dass es weitergeht. Aber dann haben wir auch wieder das Aber. Du hast auch dieses Gefühl, dass es hier auseinandergeht. Und du spielst ja auch sehr mit dem Gedanken, ob du es beendest oder ob er es beendet oder sie, also dein Gegenüber auf jeden Fall, ne? Und du willst aber keine Enttäuschung mehr. Du willst nicht mehr enttäuscht werden, sondern du möchtest einfach für dich eine gewisse Sicherheit haben, dass es der richtige Weg ist, auf ihn zu warten, die Geduld noch weiterhin aufzubringen. Und ja, du möchtest ankommen. Du möchtest so sehr ankommen. Ich kann dich sehr, sehr gut verstehen, weil es quält dich auch die ganze Situation. Ich habe hier in deiner Hauptenergie, ich habe die Qual auch mit liegen. Na? Natürlich wird sie hier auch vom Außen auch noch ein bisschen, wie gesagt, Freund, Freundin an deiner Seite, ein bisschen gefördert. Na? Und das ist das, was dich so ein bisschen aus deiner eigenen Balance eben auch bringt. Na? Aber du bist dir. Wenn du mal in dich gehst, bist du dir eigentlich schon sehr sicher, was du möchtest, ne? Aber da ist so ein bisschen Labilität bei dir, sehe ich. Das ist noch nicht so ganz dieses Feste, aber ich kann dich auch verstehen, weil wenn ich jetzt hier dann auch mal so kurz ausschweifend mal auf deinen Gegenüber schaue, sehe ich hier auch, dass es so ein bisschen diese Verwirrung in dir hervorgerufen hat. Da kann ich dir aber sagen, hier, du hast natürlich auch die Gedanken, ist da eine andere, kommt eine andere, was tut er, entscheidet er sich für mich oder sind hier einfach nur seine Kumpels das Wichtigste und sein Umfeld und. Hier, er ist ein familienbezogener Mensch, er hört auch viel auf die Familie, was, ja, hier sind auch Aktivitäten, also er ist sehr familiär auch mit, ne? Aber, wenn ihr es auch mal hier seht, das ist unscharf, ich weiß es, ich glaube, ich den lieben Patrick hier mal wieder kontaktieren. Nein, ich habe nichts verstellt. Ich bin wirklich unschuldig. Ich habe nichts verstellt. Ich habe keine Ahnung, was das hier immer ist. Es hört sich gut an, gell? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was es ist. Kommt, glaube ich, so rüber, als ob ich mich jetzt hier gerade ein bisschen rausreden möchte. Nein. Also, hier, es ist dein Gegenüber, falls du es noch nicht weißt. Hat hier mit sich selbst auch zu kämpfen, weil hier, wie ihr das seht, ne, wir haben hier von deinem Gegenüber die andere eben auch liegen und wir haben hier einen Partner. Na? Also diese Person ist in einem Partner und das Ganze hier hat ihn komplett getroffen. Das hat ihn einen, ja, das hat ihn in seinem Herzen getroffen. Und er ist jetzt hier, was die Herzebene betrifft, in diesem Bereich absolut pessimistisch, skeptisch. Skeptisch, ob er das überhaupt noch mal zulassen möchte. Na? Also das ist, glaube ich, auch der Stand, den du weißt, weil er sich hier wirklich nicht entscheiden kann. Hier, er ist enttäuscht worden, er hat diese Enttäuschung und diese Enttäuschung will er auf gar keinen Fall mehr. Also er ist so, also er versucht sich ja auch abzulenken, was die mit der Arbeit, mit Aktivitäten, das kann jetzt hier Sport sein, das kann irgendwelche Hobbys sein, mit Freunden treffen und aber hauptsächlich sehe ich hier auch die Arbeit. Er macht sich wirklich viele Gedanken. Er macht sich viele Gedanken, weil er auch
seinen Eltern in gewisser Art und Weise auch mal zeigen möchte, schaut, ich bin wirklich angekommen, ich bin kein Hallodri mehr oder sonst irgendwas. Also das ist so von ihm der Stand, ne? Also deine Unsicherheit, die du hier hast, verstehe ich ja absolut, wenn ich ihn so sehe, also deinen Gegenüber so sehe. Jetzt haben wir ein Aber und diesmal haben wir jetzt echt ein ganz tolles Aber. Also mir gefällt es richtig gut, was ich euch jetzt hier sagen kann. Und zwar, wir haben hier natürlich ein unscharfes Bild. Nein, ich verschiebe jetzt hier nicht nochmal alles. Wir haben hier, was dein Gegenüber will. Ich kann dir jetzt hier noch nicht sagen, dass es eine feste Beziehung wird, ne? Weil ich das nicht habe. Aber ich habe hier dich. Er will dich treffen. Er will die Kommunikation mit dir haben. Er will Gespräche, er will schreiben, er will deine Nähe, er will deine Geborgenheit, er will die Geborgenheit, er will die Wärme von dir spüren, er will dich spüren. Weil er dich hier als sehr, sehr sinnlich auch sieht und sehr begehrenswert. Ne? Und wir haben ja aber auch, dass er mit dir, dass er schon eifersüchtig auch ist. Also die Eifersucht haben wir ja auch. Aber er versucht sie immer so ein bisschen hier auch zurückzustecken, seine Eifersucht. Aber auf der anderen Seite kommt es trotzdem immer wieder raus. Und das ist auch das, was dich hier wirklich in den Wahnsinn treibt. Wo du dir denkst, hey, Moment mal, warum bist du hier nonstop eifersüchtig und bringst mir immer so Brocken, dass du mir hier zuwirfst? Und auf der anderen Seite, du kannst hier tun und lassen, was du willst. Ne? Also passt nicht zusammen. Aber er sieht hier auch, er ist, was dich betrifft. Er ist auf dem Weg wirklich zu dir, weil er will dich. Und er will diese ganze Unruhe, die er hier, die Unruhe, die er in dir verursacht hat, das will er hier wirklich auflösen. Weil er möchte hier diese Ruhe mit dir. Er möchte die Leichtigkeit. Hier, er will die, ach, das ist genau, stimmt, die Karte. Er möchte diese Veränderung, die Veränderung für sich, für sein Haus. Er möchte, also für seinen häuslichen Bereich, ne? Er möchte die Veränderung. Und hier sieht es auch für mich aus. Er möchte auch, wenn es bei dem einen oder anderen noch nicht so ist, dass du seine Eltern kennenlernst. Oder einen Elternteil, also in die Familie praktisch mit integriert wirst. Er möchte dich hier komplett mit integrieren. Ne? Also er möchte dich vorstellen. Natürlich möchte er, dass es nicht alles schnell, schnell geht. Ne? Aber er möchte hier wirklich das Geschenk, das du für ihn bist, möchte er greifen. Und er möchte diese Freundschaft, diese Verbindung mit dir nicht verlieren. Weil er sich wirklich sehr verbunden mit dir fühlt. Und bei dem einen oder anderen sehe ich ja aber auch, dass du einen Elternteil auf jeden Fall schon kennst, die dich auch mögen. Na? Also wenn es jetzt hier die Mutter ist, kann aber jetzt auch die Oma sein, dann ist wirklich hier auch diese Herzlichkeit mit da. Und das ist das, was du auch ausstrahlst. Und das hat er jetzt auch erkannt. Und so sieht er dich. Er sieht dich so. Er ist natürlich dann so ein bisschen auch wegen ein Eigenbrödler, der dann sagt, ach nee, ich sag da mal nix. Ich gucke jetzt einfach mal. Aber es ist so, das ist diese Verletzung, die er hat. Da möchte er nicht mehr hin. Und er ist jetzt aber wirklich auf dem Weg. Das ist in Bewegung. Es ist wirklich auf dem Weg. Er möchte den Weg zu dir. Und er möchte hier auch in die Tiefe mit dir gehen, in die Tiefe, was das Zwischenmenschliche zwischen euch betrifft, was eure Verbindung betrifft. Er möchte das intensivieren, eure Verbindung. Und er will hier weiterkommen. Also sprich, er will dich noch weiter kennenlernen, noch näher kennenlernen. Er möchte mehr von dir erfahren. Er möchte mehr treffen mit dir. Er möchte mehr Gespräche mit dir. Und deswegen kann ich dir sagen, gut, hier, deine Unsicherheit sehe ich natürlich und auch deine Enttäuschung und deine Verzweiflung. Aber hier, mach dir keine Gedanken. Ich meine, Gedanken zu machen ist alles schön und gut, ne? Aber lass dir hier mal nichts einreden, sondern hör wirklich auf dich und vor allem folge deiner Intuition. Deine Intuition führt dich auf den richtigen Weg. Und wenn du fest daran auch glaubst, bleib dir selbst treu und bleibe dir für dich im Vertrauen. Ne? Vertraue dir immer selbst. Das ist das Wichtigste. Das ist wirklich das A und O. Und du wirst sehen, was du alles Wunderschönes erlebst und was du alles erreichen kannst. Na, was dir geschenkt wird, was das Leben dir schenkt. Okay, meine Lieben, eine wirklich schöne Legung, mal was richtig Positives.
Also von daher, und ihr seht es ja selber, also hier ist ja wirklich, schaut wunderschön aus. Ich wünsche jedem von euch, der in dieser Situation ist, mit einem Wunschpartner, mit einem Gegenüber, wo man nicht weiß, wie und was und her und immer so auf, teilweise auf Hold gestellt ist oder einfach dieses riesengroße Fragezeichen, was es dann eben auch gibt, ne? Also, wunderschöne Legung. Fühlt euch von mir ganz fest umarmt, ihr Lieben. Wie gesagt, ihr wandelt es einfach für euch um, wie es dann für euch eben auch stimmig ist und pickt euch das raus, was ihr sagt, okay, das passt. Danke, ihr Lieben. Und ich freue mich schon wieder auf all eure lieben Kommentare. Fühlt euch nochmal ganz fest umarmt und einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch. Also, tschüss.